Ja, Stimmung war natürlich erstmal ein bisschen gedrückt nach dem Spiel. Wir hatten uns viel vorgenommen in dem Auswärtsspiel, sind nicht zu unserem Spiel gekommen, gerade in der ersten Halbzeit. Haben dann eine lange Analyse gemacht am Freitag nach dem Spiel und jetzt in dieser Trainingswoche wirklich eine sehr, sehr gute Reaktion der Mannschaft. Wollen das unbedingt umdrehen, am Sonntag wieder in die Erfolgsspur zurückkommen. Das sieht man den Jungs an, haben immer noch Personalprobleme, aber wir arbeiten sehr, sehr gut und sind fest davon überzeugt, am Sonntag ein gutes Spiel zu machen. Ja, eine Mannschaft, die unfassbar gut verteidigt, mit sehr viel Intensität, mit guter Bein- und Armarbeit. Haben wir schon im Hinspiel gemerkt, dass sie sehr, sehr viel über die Höhe arbeiten, über Helfersituationen, sehr gute Außen, die dann in die Stilsituationen gehen. Eine Mannschaft, die immer ins Tempospiel geht, wirklich aufs Tempo drückt und sehr diszipliniert angreift. Also wirklich eine sehr, sehr knackige Aufgabe. Sie machen das sehr gut. Von daher für uns wichtig, seriös anzugreifen, die Sachen, die wir bekommen, auch wirklich zu nehmen, unsere Chancen zu nutzen, uns dann zu schaffen, Gummersbach in stehenden Angriff zu bekommen, um dann das Spiel rumzudrehen. Das haben wir, so ehrlich müssen wir sein, in den letzten zwei Spielen nicht geschafft. Und das muss das Ziel sein, dass wir das in der heimischen Halle wieder hinbekommen, dass wir das Spiel bestimmen, sowohl defensiv wie offensiv. Zeigt, dass wir das gemeinsam lösen wollen, die Zuschauer da sind und wir wollen das unbedingt am Ostersonntag lösen. Wir wollen dieses Heimspiel gewinnen, um wieder in die Spur zu kommen, dass wir wirklich mit einem Erfolgserlebnis jetzt Ostern feiern können. Und von daher freut es mich, dass die Halle voll ist und wir wissen, es wird ein hartes Stück Arbeit. Und ich glaube, alle Zuschauer, die in die Halle kommen, wissen das auch und wir wollen das gemeinsam schaffen, wieder zwei Punkte zu holen.